einen wunderschönen guten Tag, Leute. Das ist vorab wohl erstmal das letzte Video, was hier so anfängt. Mit dem Black hier im Bus. Guck mal, ich habe alles, was man zum Leben braucht, ausgeräumt. Mal eben auf Arbeit meine Stahlfelgen abgeholt. Die standen ein bisschen länger rum. Es tut mir doch leid. Jetzt fahren wir in die Halle, bringen den Bus rein, winter in ihn ein. Und dann wollen wir mal gucken, was hier dieses Video so passiert, ne? Ich habe Bock, mit dem Käfer anzufangen. Ich habe echt Blut geleckt. Ich habe Bock auf das Projekt gekriegt. Auch ihr habt ja unnormal Bock. Keine Ahnung, was da los ist. Aber Baja wird das nicht, Leute. Und ich werde da auch kein Buggy draus bauen, so, weißt du? Das bin ich nicht so. Ich brauch's tief. Ich brauch schnell und sowas. Ich meine, schnell wird das auch erstmal nicht. Aber ich habe da mittlerweile so 2, 3 Vorstellungen. Naja, wir fahren mal eben zur Halle und dann sammeln wir weiter. Nö, wir schrauben dann auch mal, oder? Gar nicht viel sammeln heute mal. So, angekommen an der Halle. Lassen wir erstmal das Licht hochfahren hier. Guck mal, was steht hier? Jascha und Adina haben sich gegönnt. Eine Winterkiste. Geiler Golf 2. Kann man machen, würde ich sagen. Hier stehen meine scheiß Scheiben vom Käfer noch. Die Zierleisten. Das will ich gleich erstmal wegräumen. Weil der Bus soll ja hier noch mit rein. Und das wird kuschelig, würde ich behaupten. Das heißt, hier der Motor muss weg. Diese Scheiße will ich hier auch weg haben. Das wird jetzt so das Erste sein. Erstmal hier drin ein bisschen klar Schiff machen. Und dann Bus rein und sowas. Das steht heute an. Dann wollen wir USB-Platten besorgen, dass wir hier die Werkbank mal fertig machen können. Ne? Ich fühl's doch nicht, Leute, Alter. Wenn ihr Werkzeug benutzt, so, ne, dann räumt es doch zurück. Oder, jetzt stellt euch vor, ich will mein Werkzeugwagen, greift da rein, will meine Zange greifen, so, weißt du, es kann ja jeder alles mitbenutzen von meinem Werkzeug und so, ne? Und dann kann man es doch auch zurückräumen, oder? Ich meine, ich sag es jetzt direkt am Anfang hier, bevor es große Ausmaße annimmt. Naja, wir werden es alles sehen, ey. Aber nochmal zum Zweier zurück hier. Schon geil, das Ding, ne? Schon geil. Okay, ich glaube, da rollt jemand auf dem Hof, Alter. Yo, Phil. Phil ist am Start. Ja, also wir machen hier drin jetzt erstmal klar Schiff, sorgen dafür, dass der Bus rein kann und sowas. Und dann sehen wir weiter, was hier heute so passiert, ne? Also muss das Licht hochfahren, ist ja noch voll duster hier. Leute, Phil ist da hinter der Kamera und wir haben ein Paket gekriegt. Wollt ihr sehen? Der Steven, der hat mir schon wieder was zugeschickt hier. Ganz lieb, wie er ist. Guckt es euch an, Alter. Logo. Deine Stimme wollen wir alle hören, Alter. Kennt auch schon jeder. Okay, so. Wir wollen es ausrollen, ne? Aber wo, Alter? Nicht hier im irgendwo, Boden, ne? Irgendwo quer über den Karmann. Zusammen machen. Quer über den Karmann. Ja, ne? Hört mal hierbei. Sind wir richtig rum? Das sind andere Dimensionen jetzt, Alter. Okay, man könnte sich auch überlegen, das hier unter die Decke zu hängen, dass der Staub hier nicht runterrieseln kann. Weißt du, was ich meine? Wäre eine Möglichkeit. Gut. Oh, da hängt das Ding auch schon. Phil hier groß im Einsatz, bindet an die Scheiße. Alter, guckt's euch an. Was ist das denn für ein Riesenteil, ey? Mega, oder? Warte, ich hole nochmal einen anderen Winkel rein hier. Abwarten. Ui, das ist ein Rohr im Bild. Mager, ist das Ding groß, Alter. Ey, ich gehe gleich auch nochmal drauf ein. Ihr habt hammer viel in die Kommentare geschrieben und ich habe mir so lange schon vorgenommen, mal drauf einzugehen. Ich tue es jetzt mal. Ich gehe später auf Kommentare ein. Wir haben jetzt erstmal hier diese Gitter rausgehauen. Ich zeig's euch eben. Haben den Golf 2 eben rausgeschubst, damit der Bus gleich rein kann. Aber Jascha kommt auch gleich. Dann machen wir das alle zusammen. In der Zwischenzeit bauen wir hier eben Böcke jetzt für den Käfer. Jasko, Alter, leiht hier die guten Dinger aus. Damit kommen wir zurecht. Dann habe ich hier ein paar Füße. Die spaxen wir jetzt hier an den Seiten ran. Aber ihr werdet es gleich sehen. Wir bauen es zusammen. So, Leute, guck mal. Phil, präsentier mal. Weiß ich nicht. Aber hier haben wir schön Bock gebaut. Hier liegt der andere. Was haben wir gebraucht? 3 Minuten, 5 Minuten, 7 Minuten? So, geht weiter. Der nicht witzige Daniel hier. Wir bocken die Scheiße jetzt auf, Alter. So. Ist dran? Ja, das wird nichts, Alter. Ich krieg das nicht. Jetzt haben wir schwer gemacht. Einmal, lass mal das so machen, wie ich gerade sagte. Gut, dann mach das hin. Erst vorne oder erst hinten? Was sagst du? Erst vorne, würde ich sagen. Ja, wenn ich abtacke, komm. Das war gut. Schütz den Boden. Ja, und? Wenn hier rein. Genau da. Hier steht er, oder? Hier noch, oder? Wo bist du da? Ich hab nichts mehr, ich steh hier hinten, haben wir schief. Also hier, wie hoch er da schon ist und da noch nicht. Ja. Dann geht ihr jetzt zu dritt nach hinten, ich halte hier nur bei, falls was passiert. Jo, warte, wir müssen den Bock aber hier ein bisschen runter manövrieren erst. Aber so ist schier. Man kann ja zur Not nachher auch noch ein Verbindungsbrett bauen. Also hier komme ich, ich krieg ihn hier, glaube ich, immer gut hoch jetzt. Ich nehme auch ganz von der Seite. Aber runter? Ja, muss ihn hier drunter stellen. Runter da jetzt, gehst du? Schwer, klar. Wollen wir so mal runter? Ich stehe im Weg. Ach so. Okay. Ja? Du am besten auch so. Schnell hoch. Das wollte ich sehen, Digga. So. Sag mal runter, Jasko. Warte. Noch ein bisschen hoch, Jascha. Ich? Ja. So. Ja,
So habe ich es mir vorgestellt. Jetzt kann man schön die Bodengruppe und da rausrollen. Welches denkst? Der Schalttür. Kommt nicht durch, sagst du? Oh, vorne am Dings, ne? Sehen wir. Wir sehen es. Da steht er jetzt. Phil rollt die Scheiße raus. Aber komm, passt, glaube ich, echt mit dem Schalthebel nicht, oder? Nee. Ah, ganz vorne nicht. Gang einlegen vielleicht? Nee. Oh, meine Hose. Hebt mal nochmal an da vielleicht. Nee, oh, Phil. 67 only Schalthebel, Alter. Ich baue den Schalthebel gleich hier aus. Ja, das hat's auch gebracht, weil die Bodengruppe runtergegangen ist. Ist raus, ne? Ja, ja. Das war's eigentlich. Einfach nur Gewicht drauf. Alter. Geil. Ja. Maga, da kann sich jetzt richtig dran gearbeitet werden hier, ne? Oh. Steht mal in der Grube, geh mal runter. Kann man da mal jetzt aufrecht stehen, Alter? Hier kannst du nur mal aufrecht stehen. Oh. Maga, guck hier rein. Das gleich auch oh, nö, hier wäre geil, wenn er hier drauf liegt, weißt du? Also auf den Dingern richtig. Ja? Ich glaube schon. Ja, ja, ist ja egal, können wir also einmal anheben. Also ich und Jascha eben an. Und ich kann ihn zurücknehmen von hier auf jeden Fall. Nee, wir brauchen aber dabei bin ich vorne. Safe hier unten, Alter. Wir richten das jetzt hier fertig aus, Leute. Ich will mal sagen, Entspannung, Alter. Das ist zu viel alles für mich, weißt du? Mein sensibles Herz, Alter. Ich hätte gerade eben schon einen kleinen Nervenzusammenbruch gekriegt. So, Leute, hier vielen Dank für ne? Gerne. Phil hat hier mal eben sich nicht lumpen lassen, gespackst wie ein Weltmeister, ne? Das sind die Böcke, die ich mir erträumt habe. Jetzt steht die Scheiße hier so. Ich kann die Bodengruppe rausrollen, kann was schweißen, kann es wieder zurückrollen. So habe ich es mir gedacht, weißt du? Ja, so machen wir es jetzt, ne? Was jetzt? Bus rein oder was? Alter, ich will's auch irgendwie nicht, Alter. Jetzt geht der Bus wirklich im Winterschlaf, ne? Aber muss er jetzt halt, ne? Passiert jetzt. So Leute, jetzt wird er eingewindet. Leute, ganz ohne Burnout geht's ja jetzt auch nicht, ne? Solange der Magger noch ein bisschen Temperatur hat, testen wir es nochmal. Ich geh rein, Alter, wir zünden. Und dann, einer hält bei, einer macht rutschig. Eine Seite hätte, glaube ich, gereicht. Beide Seiten packt er eh nicht. Egal. Aber wir wollen es doch. Ja, bei mir schließt es perfekt, Digga. Ja. Nicht so krass aus, wie es ist, ne? Aber das ist dann nochmal ein schönes Andenken jetzt hier in der Halle, oder? Der Streifen da ist auch geil. Ja, Mann, geil, das brauchte ich nochmal. Jetzt rein hier beim Team Bauersetter. Da kommen unsere geilen Platten. So, Leute, wir waren eben beim Baumarkt hier und haben für eine halbe Seele USB-Platten gekauft. Hier, die, gutes Stück. Und hier draußen schöne drei Mann an der Zwei-Mann-Platte. Ja, aber zwei-Mann-Platten und eine Ein-Mann-Platte haben wir jetzt da, Alter. Guckt's euch an. Die Werkbank wird jetzt hier dicht gemauert. Es reicht mir. Jetzt wird hier nochmal gesägt eben. So, Leute, wir haben jetzt hier fertig gesägt. Werkbank steht. Ich habe auch direkt hier guten Schraubstock montiert. Vielen Dank nochmal an meinen Partneronkel. Ich habe einen Schraubstock jetzt hier am Start. Werkbank, alles parat. Guckt euch das an, Alter, wie der hier hinpasst. Geil, ne? Was machen wir jetzt hier? Geht weiter. Strom sollen wir ranhaben, ne? Da oben Verteilerdose auf. Hier geht's weiter. Und dann wollen wir hier an die Werkbank ein bisschen Saft haben, dass wir hier vernünftig ein bisschen Volts haben, ne? 230 Volts anliegend. Wir haben jetzt hier an der Dose mal eben Strom rübergeholt. Hier lang, hier runter, unter die Werkbank. Und jetzt haben wir hier, ja, warte. Ja, wir sind jetzt hier schon hart dabei. Hier haben wir jetzt eine schöne Steckdose auf der Werkbank. Was wollen wir mehr? Werkbank allgemein, alles fertig verschraubt. Dann habe ich hier gerade noch
Pass auf. Schön diesen Schraubstock installiert. Oh, ich fühl's so doll, Alter. Geil. Jetzt wird hier hinten noch ein bisschen Platz gemacht, weil es ist alles echt eng. Und hier drüben, Alter, die Jungs sind dabei, machen da drüben auch den Spaltenboden auf. Guckt es euch an. Hier. Jungs, was ist da los, Alter? Was holt ihr hier so raus? Zeigt mal. Ja, hier so ein paar Bitkästen. Warmager. Festkästen, beweglicher Rüssel, fester Rüssel. Alles da, oder was? Alles da. Junge, das sind halt ultra die Müllgruben. Letztens haben wir das schon mal aufgemacht, weil wir hier auch so Schutt reinhauen. Und holen halt den geilen Kram da raus, so, ne? Zwischen das, was, ja, Müll ist, muss weg halt. Und guckt euch an, Alter. Narbenkappen vom 02, zwei Stück, auch da drin. Und deswegen wird da jetzt halt weiter geforscht, ob wir noch was Schönes rausholen, ne? Wollen wir mal gespannt bleiben. Leute, ich bin nicht auf die Kommentare wirklich eingegangen, ne? Ich kann dazu nur noch eins sagen. Erstmal geht's hier am Bus weiter. Der Käfer wird nicht zum nächsten Maikäfertreffen fertig wahrscheinlich. Das ist nicht meine Priorität, auch wenn ich das in den Kommentaren schon gelesen habe. Und es wird auch kein Buggy oder Baha. Ich weiß selber noch nicht genau, was es wird. Vielleicht eher so im Rallye-Style. Oh, warte mal. Ja, vielleicht eher so im Rallye-Style oder Care-Look. Habe ich aber bestimmt auch schon gesagt, das ist jetzt auch scheißegal. Also, das Video ist jetzt hier vorbei. Guckt es euch an, die Werkbank. Damit fangen wir jetzt demnächst an. Am Käfer geht es los, Alter. Der Motor wird zerlegt. Wir wollen gucken, warum er fest ist. Wir wollen ihn zum Laufen bringen auch unter anderem. Und ja, was soll ich sagen? Die Werkbank ist ready. Bus steht drin. Fetter Banner da. Wir haben Strom auf der Werkbank. Die Jungs haben da drüben noch ausgegraben. Wir haben alles da, ne? Jungs, seid ihr im Bilde? Alles da. Alle im Bilde hier, ne? Immer. Tschüss, tschüss, tschüss. Ja, tschüss.